Hallo liebe YouTube-Zuschauer, herzlich willkommen zurück auf Sascha Cobrettis Kanal. Heute geht es in eine Star Wars Ausstellung und zwar hier in München-Gladbach zur Stars of the Galaxy Ausstellung. Und wenn ihr Bock habt, kommt ihr jetzt mit mir und wir gehen zusammen hier vorne rein und tauchen einfach mal ab in eine weit, weit entfernte Galaxis. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem neuen Video. Ja, auf dem Weg zur Ausstellung seht ihr auch direkt vorne am Eingang die Öffnungszeiten. Ja? Und wenn ihr dann weitergeht, erwartet euch ein alter Bekannter am Eingang und zwar der gute alte Spider-Man. Denn in dieser Ausstellung sind nicht nur Star Wars Requisiten, sondern auch Requisiten oder Figuren aus dem ein oder anderen Film. Das werdet ihr aber auch in diesem Video hier sehen. Ja, das ist der Eingangsbereich. Kurz etwas zu den Preisen. Kinder zahlen 8 Euro, Erwachsene 10 Euro, Familien 28 Euro und ihr könnt auch Führungen buchen. Das sind die Preise jetzt aktuell im September 2020. Genaue Infos über alles findet ihr natürlich unter starsofthegalaxy.de. Den Link zu der Seite werde ich natürlich unter dieses Video hier packen. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr jetzt in diesem Video von mir nicht bekommt. Ja, ihr seht es schon, einige Lego-Sachen sind auch dabei oder einige viele und hier ist auch etwas ganz Besonderes, was wir jetzt gleich sehen werden. Das hat mir doch wirklich schon den Atem geraubt, jetzt nicht der Millennium Falke hier, der auch, ist schön, ja, aber hier dieser Sternenzerstörer in einer Bauzeit von 2 Jahren und 400.000 Teilen wurde dieses schöne Stück hier erbaut, ja. Die Ausstellung ist voll von solchen Superteilen, Originalrequisiten, Sammlerstücke, seltene Exponate, alles Leute, alles findet ihr hier, lebensgroße Figuren, alles was das Star Wars Herz begehrt. Das Besondere daran, die Ausstellung hier in München-Gladbach findet statt oder hat ihren Platz gefunden in dem alten Kaiserbad, also in einem alten Schwimmbad. Ja? Das Ganze ist auf etwa 1000 Quadratmetern zu bewundern, der absolute Hammer. Die Geschichte der Ausstellung begann schon im Jahr 2005, doch im Jahr 2011 entschloss man sich, hier in das alte Kaiserbad zu ziehen. Und das ist nicht von einem alleine, sage ich mal, die Idee, sondern mehrere Star Wars Fans, mehrere Sammler haben sich zusammengetan und haben das Ganze hier auf die Beine gestellt. Alle Sachen, die ihr in dieser Ausstellung bewundern könnt, sind Stücke von Sammlern zur Verfügung gestellt oder auch von eBay oder auch von gewissen Filmseiten, die so Filmprops verkaufen. Ja? Es ist wirklich sehr interessant und es kommen immer wieder neue Ausstellungsstücke dazu. Das Fotografieren, während ihr die Ausstellung besucht, ist übrigens ausdrücklich erwünscht. Das ist selten, aber das ist so und das finde ich super. Dafür gibt es auf jeden Fall von mir aus schon mal oder von mir aus schon mal einen Daumen hoch. Leute, wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, noch nicht abonniert habt, macht das. Lasst mir bitte ein Abo da, lasst mir ein Däumchen da und aktiviert die Glocke für immer wieder neue solcher Videos, wenn ich unterwegs bin. So, jetzt habe ich erstmal genug gesagt und ich sage mal, ja, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und deswegen melde ich mich gleich zwischendurch mal, wenn so außergewöhnliche Sachen kommen in diesem Video, nochmal zu Wort. Aber bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß auf dieser fantastischen Reise.
So. Kuckuck. Ja, also jetzt, Leute, kommt für mich eins der Highlights. Ich hatte nicht damit gerechnet, das Folgende hier in dieser Ausstellung zu sehen. Seht ihr dieses Kleid? Jetzt ratet mal, aus welchem Film das ist. Das ist aus dem Film Spaceballs von Mel Brooks aus dem Jahr 1987. Dieses Kleid original hat Prinzessin Vespa dort getragen. Hammer! Ich war 1987 seinerzeit im Kino, oder 88, weiß nicht, wann er hier in Deutschland rauskam. Und deswegen für mich natürlich eine besondere Freude, dieses originale Kleid, was die Schauspieler dort getragen hat, hier zu sehen. Ja, richtig cool. Ja, und hier gab es auch noch mehrere weitere Filmkostüme, unter anderem aus Blade zum Beispiel. Und ja, es ist also wirklich beeindruckend gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da passt der Eintrittspreis von 10 Euro auch auf jeden Fall. Ja, hier ging es runter in die Eiswelt und dort erwartete uns auch etwas ganz Besonderes. Hier seht ihr es. Hier ist die Schlacht auf dem Eisplaneten zu sehen. Nachgebaut im ehemaligen Schwimmbecken des Bades. Ja. In einer Zeit von 6 Monaten wurde das Ganze errichtet. Und das Highlight ist hier dieser AT-AT, dieser All-Terrain Armored Transporter. In einer Länge von 5,80 Meter und einer Höhe von 4,50 Meter. Das war schon echt imposant zu sehen. Und das Modell wurde 1999 für die Premiere der Star Wars Special Edition gebaut und ist mittlerweile schon durch die ganze Welt gereist und hat dann 2007 den Weg in diese Ausstellung hier gefunden. Ja, und dann war es soweit, meine Konfirmandenblase hat sich gemeldet und ich habe die dortige Toilette aufgesucht, die mir direkt beim Eintritt auch schon gezeigt wurde in die Ausstellung, was auch sehr nett war. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten und habe mal kurz gefilmt. Das ist die Toilette, voll mit Postern und Bildern, habe ich so in dieser Art auch noch nie gesehen. Ja, richtig mega cool auf jeden Fall. Ja, und beim Verlassen der Ausstellung konnte man dann natürlich noch etwas Merchandising erwerben, ich sag mal zu mehr oder weniger teuren Preisen. Ja, ihr seht es selbst, was für Preise draufkleben. Waren wirklich ein paar coole Sachen dabei. Auch dieser Millennium Falke gefiel mir richtig gut von der Optik her. Ja, auch die Farbe, aber der Preis, das ist nichts für mich. Könnt euch mal ein bisschen hier noch umschauen. Ja, und ich werde jetzt passend auch die Schlussworte wählen. Leute, für Star Wars Fans ist der Besuch hier bei der Stars of the Galaxy Ausstellung in München-Gladbach wirklich Pflicht. Und für einen Eintritt von 10 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder und für Familien 28 Euro kann man wirklich kein bisschen meckern. Da steckt viel Liebe drin und jedem Star Wars Fan, der die Möglichkeit hat, nach München-Gladbach zu kommen, empfehle ich auf jeden Fall einen Besuch in dieser Ausstellung. Ja? Aber auch alle anderen Nicht-Star Wars Fans dürfen da gerne mal vorbeischauen und es lohnt sich wirklich für Filmfans dort hinzufahren. Wie gesagt, alle Infos findet ihr unter diesem Video hier und zwar auch den Link zur Seite starsofthegalaxy.de. Da habt ihr nochmal die ganzen Infos zu Events, zu Tickets, zu der Anfahrt dorthin und da könnt ihr euch bestens informieren. Ja, mit den letzten Bildern in diesem Video ist es jetzt auch Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Ansehen dieses Videos. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen hier einen kleinen Ausflugtipp geben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, bitte holt das nach, lasst ein Abo da, aktiviert das Glöckchen, dann seht ihr immer, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ansonsten gilt natürlich Däumchen da lassen. Und Leute, viel Spaß beim Filme schauen und bei allem anderen, was ihr so tut. Sascha Cobretti ist weg. Macht's gut. Tschüss.